Ich will euch nichts vergessen, ne? Vorstellen, das hier ist ein wenig ausländisch gemacht. Also es ist original argentinische Rezepte. Es ist eine Autosoße, in die das Ganze einen Tag mariniert wurde, zusammen mit dem traditionellen Chimichurri, falls Ihnen das was sagt, und dazu halt normales Brot, weil das eben in einer ärmeren Region so gegessen wird. Ich hoffe, es mundet. Viel Arbeit drin. Bitteschön. Nochmal schön eins. Teil. Ja. Die Jury kennt jedes Gewürz, kennt jede Gepflogenheit in jedem Land der Welt. Alles klar. Und wenn jetzt jemand dran zweifelt, hätte er recht, aber er spricht ja nicht aus. Möchte ich mich erstmal herzlich bedanken für diesen schönen Abend, dass ihr alle da wart, auch wenn das Wetter zwischendurch mal etwas schlechter war. Das ist kein Problem gewesen, dass ihr alle so engagiert alles aufgebaut habt und diese großartigen Gerichte zubereitet habt. Das war wieder mal beeindruckend, aber ich glaube, das kann jetzt jeder von der Jury noch einmal ganz kurz in zwei Sätzen selber schildern, wie er insgesamt diese Präsentation empfand. Aber jetzt auch. Ja, ganz kurz, einfach nur überragend lecker. Ja, es war grandios. Mir soll niemand mehr sagen, dass junge Leute nicht kochen können. Überragend. Also Platz 3. Ich möchte noch eins voranschicken, weil da vorhin so gelacht wurde. Platz 3 durch den Stadtrat. Ich erweitere das. Auch noch eine Führung in der Polizeidirektion mit Polizeigefängnis anschauen. Mal bitte in die Internas der Polizei reingucken. Ja, wer hätte das gedacht? Das ist die Schülerunion. Ausstellung. Wer legt sich davor? Ich bin vorne. So, der zweite Platz geht in die Frauenunion. Vertreter der Frauenunion, seien Sie noch da, dürfen jetzt nach vorne kommen und sich Ihren Handshake abholen. Und ihr dürft den Mann abholen. Kannst du einen Tag machen, ne? Das ist ein kleines Spruch. Das sieht nicht scharf aus, aber das ist okay. Der erste Platz ist natürlich jetzt eine Überraschung. Ne? Wenn noch einer übrig bleibt, wird euch Tom Unger, unser Landesvorsitzender, und Bernd zusammen noch präsentieren. Kurz bewerten.
Ja, sehr spannend alles, aber ich möchte mal ein großes Dankeschön an die grandiose Moderation richten. Also die war vorzüglich. Ich weiß, du hast ein ganzes Jahr dafür trainiert, du hast jetzt weitere 364 Tage Zeit und ich habe dir ja schon gesagt, wir haben am Montag CDU-Landesvorstand, am Donnerstag JU-Landesvorstand, hast dich für höhere Weihen empfohlen. Ja, wir kaufen dich nicht ab, weil die Ablöse ist unbezahlbar. So, wir machen es noch ein bisschen spannend, können wir noch Trommelwirbel einspielen? Dann das hätten wir kennen, nicht besser vorher trainieren als Kandidat. Ja, Reinhard, ich soll noch ein paar Worte sagen, bevor wir jetzt den Platz verkünden. Erstmal Gratulation und Glückwunsch an alle Teilnehmerteams. Ich hatte es ja im Vorfeld schon gesagt, man kann schon nicht mehr von Hobbygrillen sprechen, was hier von allen Teams aufkredenzt wurde. Das war vorzüglich grandios. Mal gucken, ob wir nächstes Jahr 8 Teams schaffen. Platz ist nicht mehr da. Also ich komme jetzt 2 Tage über die Ostkonferenz in Rostock. Und ja, super lecker, grandios. Und was den ersten Platz angeht, Wer könnte es erraten? Ach wir? Das ist mal ein sehr selbstbewusster... Genau, dem Polizeipräsidenten gebe ich nochmal die offizielle Version. Wer hat den ersten Platz, Bernd? Also den ersten Platz hat nach wirklich langem Überlegen und es war äußerst knapp. Also wenn man vom 6. bis zum 1. unterscheidet das maximal 3-4 Punkte immer. Aber das ist Tüpfelhausen. Genial. Spitze. Klasse. Oh.